Der Schmied zählt zu den ältesten Handwerksberufen der Welt. Es gibt ihn seit 4000 Jahren. Mirza Kamenjasevic ist einer von ihnen. Er schmiedet Pfannen, Messer und Töpfe per Hand. Jedes Stück für sich einzigartig. Die schauen zwar ähnlich aus, aber durch die Handarbeit sind die halt natürlich alle anders. Die Schmiede ist seit 700 Jahren auf der gleichen Stelle. Wir haben unten noch immer Lehmboden, also kein Beton oder Asphalt oder sonst was. Wir schmieden rein mit Wasserkraft. Also nachhaltiger geht es nicht. Der Schmied arbeitet nach alter Tradition. Im Feuer erhitzt er Stahl und schmiedet dann mit Hammerschlägen Pfannen und Messer. Mirza steht heute am Gallusmarkt in Kremsmünster. Nicht nur er. Hutmacher und Laubsäger zeigen hier ihr jahrhundertealtes Handwerk. Das Handwerk des Laubsägen, das ist an sich ein Kunsthandwerk, stammt aus Deutschland im Erzgebirge und ist die erzgebirgische Volkskunst. Neben dem Schnitzen, Klöppeln, Drechseln, als auch das Feinsägen, das Laubsägen. Ich bin Hutmacherin. Und mein vorwiegendes Material sind Waldstoffe und heuer habe ich auch das Leder entdeckt, also das sind Lederhäute und da wird dann halt ein ganz toller Hut draus genäht. Holz hobeln, Brot backen oder Schmuck machen. Am Markt reisen wir in der Geschichte zurück. Kunsthandwerk sehr oft auch verbunden mit Tradition, mit historischen Gegebenheiten. Und das spiegelt auch wieder Kremsmünster wider. Ich meine, wir haben das Stift Kremsmünster mit ihrer fast 1250-jährigen Geschichte. Und das fügt sich ineinander ein. In Kremsmünster hat es früher schon einen Markt gegeben. Das war bis ca. 1950 ein Viehmarkt. Und der war zum Ehren des Heiligen Gallus. Der Heilige Gallus hat am 16. Oktober seinen Namenstag. Und daher am 2. Oktoberwochenende ist immer der Gallusmarkt in Kremsmünster. Damals ein Viehmarkt, heute einer der größten Kunst- und Handwerksmärkte in Österreich mit rund 130 Ausstellern. Das Besondere am Gallusmarkt ist einmal das Flair. Ja, am Fuße des Stifts Kremsmünster, Sternwarte, hier im Zentrum von Kremsmünster, die Abwechslung, du hast regionale Produkte, Kunsthandwerk. Das Ziel der Aussteller, altes Handwerk weiterführen. Damit es nicht ausstirbt.